Let's play Tomb Raider. Weiter geht's. Irgendwie muss doch. Ich hab nichts gesagt. Aber wie komme ich an die an? Na, okay. Ich bin auf der richtigen Spur. Ich muss den Aufzug nur mit der Wucht nach unten befördern. Übrigens, es ist sehr, sehr intelligent von Lara gewesen, unter ihrem Top noch einen Top zu tragen. Just saying. Okay. Ich schätze mal, oben geht's weiter. Wie ich darauf komme? Wahnsinnige Detektivarbeit. Oberkommando an Agent. Stop. Trinity ist besorgt. Stop. Beschaffung des Sternphänomens inakzeptabel. Stop. Sabotage der Operation der Achsenmächte unabdingbar. Stop. Alles klar. Hier oben noch weiter. Ich muss nur noch drei lockern, dann ist der Aufzug wieder frei. Vielleicht muss ich. Waffenteil, Schrotflinte, nice. Gehe ich mal davon aus, muss ich jetzt im vierten Stock rufen. Komme ich denn jetzt da drüben hin? Ich muss mir den Weg freischießen. Wo habe ich mir denn den jetzt freigeschossen? Aha. Okay, einen noch, dann kann ich den Aufzug bewegen. Wie komme ich darüber zu dem anderen? Wenn ich den jetzt wieder herunterrufe, vielleicht dann. Vielleicht komme ich da von oben irgendwie hin.
Naja. Vielleicht muss ich das timen. Nein, lass sie fahren. Nein, das war's dann nicht. Aber es muss einen Grund haben, dass ich das da kaputt geschossen habe. Ach, da kann ich meinen Haken reinhauen, okay. Uop. Aha. Juhu! Ich glaube, das hat funktioniert. Sehr schön. Nö, niemand da. Mann, scheiß drauf, echt. Was zum Teufel mache ich überhaupt hier? Oh Gott! Jetzt sind wir alleine! Die bringt uns alle um! Das war richtig lame. Huh? Ah. Also ich kann mir echt nicht vorstellen, dass es jetzt noch recht lange geht. Oh. Es kommen bestimmt diese Onis. Okay. Diese Figuren. Krieger. Sie waren in Himikos Grab. Sie beschützten sie. Bist du das? Warst du so eine Art General? Ja, Laura! Du hast Seppuku bekannt. Wieso? Ich habe die Königin enttäuscht. Das Ritual scheiterte. Die Priesterin wusste, nur der Tod würde sie retten und beging Selbstmord. Nun lebt die erste und letzte Königin ein Halbleben. Eine Seele in einem verwesenden Körper.
Ihr Zorn wurde zu den Stürmen und erlischt erst, wenn ihre Seele von der Erde befreit wird. Meine Sturmwache ist auf ihren Schutz eingeschworen. Aber ich kann nicht mehr. Die Seele in einem verwesenden Körper, das ruft also die Stürme. Um es zu beenden, müssen wir die Leiche in der Ritualkammer vernichten. Wie zur Hölle soll ich das den anderen beibringen? Scheiße! Ich muss sofort hier raus. Ja. Wohin? Na super. Ja. Lauter doch! Wie geil! Ich liebe dich, Laura. Von nun an soll ich immer dir gehören. Ah! Nein, 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 nein. Die! Das ist schon fast wie ein Doom. Yeah! Soll ich noch mitnehmen, natürlich. Oh, spring, spring, spring. Denn immerhin? Lara, wo zum Teufel bist du? Oh nein, was ist denn los? Wir werden angegriffen. Wir brauchen Hilfe. Verdammt. Nein. Ich muss sofort zurück. Ah je. So. Und schau. Achtung, sie sind am Pier. Feuer, Feuer. Jonah, Hilfe, wo bist du? Halt durch, ich komme ja schon. Sagt ihr da eigentlich gerade Lola? Ist das alles, was ihr drauf habt?
So, wieder meine Schuld, wa? So, ich dachte, das war's für mich. Keine Spur von ihnen. Was war los? Whitman hat während des Angriffs Sam gepackt und ist abgehauen. Der Penner. Er bringt sie zurück zu Miss Fires. Hätten wir dir nur... Scheiße. Hätte ich dir geglaubt. Wie geht's jetzt weiter? Das Boot ist fertig. Wir brauchen Hilfe. Das dachten die bestimmt auch. Du hattest ja recht mit Whitman, du hast doch aber... die Stürme gesehen. Sie greifen alles an, was sich nähert. Also, im Zweiten Weltkrieg waren Wissenschaftler hier. Und die glaubten, dass die Stürme aus einer Ritualkammer beim Kloster kontrolliert werden. Da sind noch viele Fragen, aber Sams Entführung hat damit zu tun. Und wenn wir ohne diese Antworten ablegen, sind wir alle tot. So wie die Piloten. Und so wie Roth. Hör zu. Was immer hier passiert, Lara verdient eine Chance. Wir können nicht zurück zu ihrer Stellung. Das wäre Selbstmord. Dort wird sie nicht sein. Sie bringen sie in dieses Gebiet. Und über diesen Zufluss kommen wir ran. Hör zu. Ich weiß, wie sehr du zu deiner Tochter willst. Glaub mir. Aber der Kampf ist noch nicht vorbei. Ich verlange nicht, dass du dran glaubst, Reyes. Aber du musst mir vertrauen. Okay. Lassen wir es zu Wasser. Okay, sie kommt zu Sinn. Okay, Lara. Wenn du bereit bist, geh einfach an Bord. Von mir aus kann's losgehen. Lara, was glaubst du dort zu finden? Willst du das wirklich wissen? Nein, sag's mir trotzdem. Die Seele einer Sonnenkönigin ist in einem toten Körper gefangen. Ihr Zorn ist der Auslöser der Stürme. Wird der Körper zerstört, hören die Stürme auf. Klar. Und was will Matthias von Sam? Keine Ahnung. Und das macht mir am meisten Angst. Hey, ich weiß, dass der Plan verrückt ist. Ja, ist er. Aber er ist alles, was wir haben. Ziehen wir es durch. Okay, los geht's. Nein, du wirst mit Reyes den Haupteingang bewachen und ich gehe rein und hole Sam. Du gehst also allein? Je mehr Leute, desto größer die Gefahr, entdeckt zu werden. Wenn es gleich losgeht, tötet so viele Mistkerle, wie ihr könnt. Da sind aber nicht nur Solari, sondern da sind auch andere. Samurai, die königliche Sturmwache. Erschießt einfach alles, was nicht wie ich oder Sam aussieht. Mein kleiner Vogel, du schaffst das. Wir werden uns wiedersehen. Wir halten dir den Rücken frei. Schon ist sie mir nicht mehr so unsympathisch. So, haben wir hier zufällig ein Feuer? Nein. Aber dennoch, guter Punkt für ein Folgenpäuschen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut.